Willkommen zurück bei InSports. Es ist Wochenende und das heißt zwei Folgen Weekend Talk. Die erste beginnen wir mit der verrückten Wintertransferphase. Da schauen wir uns die besten 5 Transfers an. Wer welchen Platz belegt hat, gleich nach dem Intro. Mit insgesamt mehr als 480 Millionen Euro Wintertransferausgaben hat die Premier League in diesem Winter alle Rekorde gebrochen. Im Vergleich kommt die Bundesliga auf lediglich 75 Millionen Euro Ausgaben. Schauen wir uns jetzt aber meine Top 5 Wintertransfers an. Der 5. Platz gehört Pierre-Emerick Aubameyang. Der Transfer für ca. 64 Millionen Euro am Deadline Day stellt einen neuen Rekordablöse für den FC Arsenal dar. Der 28-jährige Ex-Dortmunder war in den letzten Wochen stark kritisiert worden und beide Seiten wollten sich schnell wie möglich voneinander trennen. Nach langen Verhandlungen mit den Londonern war es dann soweit und die meisten Fans waren dann auch am Ende glücklich. Kein Grund aber zum Traurigsein für den BVB, denn Aubameyang wurde 2013 für lächerlich 13 Millionen Euro vom französischen Erstligisten Saint-Étienne verpflichtet. Emery kam diese Saison bei Dortmund auf stolze 22 Tore und 3 Vorlagen und das in gerade mal 25 Spielen. Dabei traf der Stürmer alle 101 Minuten. Und kaum verwunderlich traf er auch gleich bei seinem Arsenal-Debüt. Ein guter Spieler mit, wie für manche Fans, schlechtem Charakter. Pierre und Co. müssen sich aber sehr anstrengen. Denn momentan steht man mit dem FC Arsenal nicht mal auf einem Europa-League-Platz. Aber mit Özil und Henrik Mkhitaryan bekommt Aubameyang 2 Vorlagenkönige und darf sich sicher auf viele Tore in Zukunft freuen. Ja, und der neue Batman Dortmunds kommt bei mir auf den 4. Platz, Michy Batshuayi. Der 24-jährige Belgier traf in Dortmund ein wie eine Bombe. In seinem ersten Spiel gegen den 1. FC Köln traf er doppelt und legte mit einer Vorlage am Ende für André Schürrle dazu bei, dass Dortmund in der spannenden Partie sich 3 Punkte sichern konnte. Batshuayi kam 2016 von Olympique Marseille für stolze 39 Millionen Euro und hatte nie wirklich einen Stammplatz bei Chelsea. Deswegen kam nun die Leihe an Borussia Dortmund mit einer Gebühr von 1,5 Millionen Euro, die witzigerweise auch vom FC Arsenal bezahlt werden muss. Denn der BVB hat da sehr gut verhandelt und sich von den Londonern sichern lassen, dass die Leihgebühr übernehmen, da es sonst kein Aubameyang-Transfer gibt. Hut ab, nichtsdestotrotz ist der junge Belgier ein exzellenter Stürmer und kam in dieser Saison bei Chelsea auf 12 Tore und 2 Assists in 26 Spielen, von denen er nur 4 von Anfang an bestritt. Dabei trifft der Flitzer alle 89 Minuten, einen Weltklassewert, welches nicht nur besser als der von Aubameyang ist, sondern auch der beste der Premier League war. Der Mann mit der Nummer 44 wird sicher seine Spuren bei dem BVB lassen und deswegen sind wir sehr gespannt, wie er sich in der restlichen Rückrunde schlägt. Kommen wir zum 3. Platz. Den belegt der holländische Innenverteidiger Virgil van Dijk. Mit dem Wechsel vom FC Southampton zum FC Liverpool für ca. 79 Millionen Euro ist van Dijk damit der teuerste Innenverteidiger aller Zeiten. Gar nicht so schlecht für den FC Southampton, der den Innenverteidiger vor gerade mal 2 Jahren für 15,7 Millionen Euro aus Celtic Glasgow holte. Der 26-Jährige hat einen aktuellen Marktwert von 50 Millionen Euro und zählt zu den besten Innenverteidigern der Premier League. Mit 75% gewonnen in 2 Kämpfen und fast 300 geklärten Bällen mit dem Kopf zeigt van Dijk, was er drauf hat. Außerdem ist der Holländer sehr diszipliniert und kommt in 69 Premier League Spielen gerade mal auf 5 gelbe und eine rote Karte. Zum Vergleich, Nicolas Otamendi kommt bei Manchester City in dieser Saison schon auf 8 gelbe Karten. Virgil van Dijk konnte in den 69 Spielen auch bereits 4-mal treffen. Einmal sogar für den FC Liverpool bei seinem Debüteinsatz im FA Cup gegen den Rivalen Everton. Er sorgte mit seinem Kopfball in der 84. Minute für den späten Sieg und bewies mal gleich seine Kopfballstärke. Mit ihm erhofft sich Klopp eine starke Abwehr und wir schauen gespannt auf die Zukunft, ob er dies auch bekommt. Gehen wir zum 2. Platz in unserem Ranking. Hier befindet sich der Brasilianer Felipe Coutinho. Im Jahre 2013 von Inter Mailand für lächerliche 13 Millionen Euro verpflichtet, stieg er in der Zeit in England zu einem richtigen Superstar. Mit seinen Tricks und Traumschüssen verblüfft er die Zuschauer und wurde sofort zum Publikumsliebling. Bis er dann gestehen musste, dass er doch gerne nach Spanien reisen möchte, um bei dem FC Barcelona zu spielen. Der 25-Jährige scheiterte nur knapp schon in der letzten Saison zu den Katalanen zu wechseln und deshalb war dieser Transfer eigentlich schon vorherzusehen. Für rund 120 Millionen Euro verkaufte Liverpool ihn schließlich und füllte ihre Kasse ordentlich auf. Die Transfersumme kann sogar durch Bonuszahlungen auf 160 Millionen Euro verbessert werden. Vermissen werden sie ihn sicherlich dennoch.
Allein in dieser Saison kommt Coutinho in 22 Spielen auf 12 Tore und 9 Assists. Dabei trifft der kleine Brasilianer alle 143 Minuten. Gar kein schlechter Wert für einen Flügelspieler. Er freut sich, so wie er sich per Social Media ausdrückte, sehr in Barcelona zu sein und sagte, dass es schon immer sein Traum war, hier zu spielen. Felipe Coutinho bildet jetzt mit Messi und Suarez eines der gefährlichsten Angriffstrios und sobald er sich bei den Katalanen auch eingespielt hat, wird er kaum zu stoppen zu sein. Meine Nummer 1 aber in diesem Wintertransfer war Alexis Sanchez. Für mich der Tausch schlechthin für Manchester United. Wechselte der 29-jährige Chilene nicht nur die Teams, sondern machte auch gleich einen 11-Punkte-Sprung nach oben in der Tabelle. Damit verlässt er Wengers 6. Platz mit schlechten Aussichten auf Europa zu Mourinhos Red Devils. Ein Team mit eigentlich vielen Angriffsoptionen wie Romelu Lukaku, Anthony Martial, Zlatan Ibrahimovic oder der junge Marcus Rashford ist es erstmal fraglich, wo Alexis genau spielen wird. Doch nach den ersten Partien für Manchester zeigt sich, dass Mourinho auf ihn setzt und Sanchez auf den Flügel spielen lässt. Der Chilene kommt momentan auf einen Marktwert von 70 Millionen Euro und konnte für seinen Ex-Club diese Saison 7 Tore und 4 Vorlagen leisten. Bei seinem neuen Arbeitgeber konnte er im Old Trafford-Debüt seinen ersten Treffer für den Verein erzielen. In seiner Zeit beim FC Arsenal war Sanchez wahrscheinlich der wichtigste Spieler der Mannschaft. Mit 80 Treffern und 46 Vorlagen war er die tragende Rolle. Deswegen finde ich aus der Sicht von Arsenal, dass der Tausch ein großer Verlust war und mit Henrik Mkhitaryan kein wirklicher Ersatz gebracht wurde. Wie dem auch sei, Manchester United darf sich jetzt aber über einen tollen Spieler freuen, der auch hier seine Spuren hinterlässt. Wird. Danke fürs Zuschauen, dies waren meine Top 5 Wintertransfers 17-18 und die Frage des Tages lautet, wer war eure Nummer 1 in diesem Transferfenster? Wie immer, lasst eure Meinung in den Kommentaren, außerdem würde ich mich sehr freuen, wenn dir das Video gefallen hat, einen Daumen hoch und ein Abo dazulassen. Für weitere tägliche Infos aus dem Sportbereich folgt uns auf Social Media. Damit verabschiede ich mich und wir sehen uns morgen bei der nächsten Folge von Weekend Talk.